Hi Freunde und herzlich willkommen zu meinem Channel und herzlich willkommen zum nächsten Getränketest. Und zwar haben wir immer noch Los Morros. Und zwar habe ich von meinem Kumpel, von Pablo und dem seinem Kanal, der spanische Koch, also ich verwechsel das immer. Warum komme ich da immer durcheinander? Ein Franke kocht Spanisch, das spanische Kochstudio. Ja, ist natürlich ehrenhalber überall verlinkt, wo es nur geht. Und da haben wir heute King Energy aus Spanien. Also bleibt dran. Yo! King Energy. Das ist diesmal eine komische Plastikflasche, was schon fast aussieht, wie als ob da Shampoo drin sein könnte. Ja, aber steht drauf Energy Drink, Zin Gas, Zin Azua. Also, ja. Ne? Azua weiß ich nicht, was es heißt, aber wenig Azua und wenig Gas. Ja, vielleicht Kohlensäure. 0,5 Kilokalorien hat es auf 100 Milliliter und somit fast kalorienfrei. Ist gut. Zuckerfrei ist es auch, es ist von allem frei, nur ein bisschen Salz ist drin. Wasser! Ja, King Energy Drink. Pfand ist auch keiner am Start, also auch pfandfrei. Sei nicht so geldgeil. Aber das ist, hier, guckt euch das mal an hier, das sieht doch, boah, das sieht cool aus, oder? Leute, also... Das sieht richtig cool aus. 26.10.22 haltbar. Ist anscheinend aus anderen toten Flaschen gemacht. Ah ja, gut. Mal öffnen. Oh. Oh, es riecht ganz schön kräftig nach Energy. Also Leute, schenken wir ein. Ja. Oh. Okay. Also, jetzt weiß ich, warum die Flasche diese Farbe hat, denn das hat genau dieselbe Farbe. Ja, wenn man es den dran hält. Na, ungefähr dasselbe. Ja, richtig lila. Sehr klasse. Gefällt mir sehr gut. Dafür hat es keine Bubbles am Start. Boah. Also das Design ist schon mal geil, der Löwe hier ist schon mal epic, finde ich cool. Also 5 Sterne vom Design her. Farb ist schon mal gut. Und hier natürlich hier auch 5 Sterne, gell? Jo. Kommt direkt aus der Nähe Valencia, wunderbar, sehr schön. Vielleicht komme ich ja auch irgendwann mal nach Valencia, dann treffe ich dich, Pablo. Ja. Okay, Prost. Und ab damit! Prost! Verdammt. Das ist ein Energy Drink, der total schnell zu schlucken ist. Also er rennt einem die Kehle runter wie Wasser, hat aber irgendwie so einen komischen Nachgeschmack. Das Zeug wird bestialisch. Das ist meist bei Zuckerfreien ist das oft so, dass dann so ein pelziger, so ein komischer Geschmack auf der Zunge bleibt, und das ist hier auch so. Aber zu trinken ist das mega mäßig gut. Also es ist wirklich super. Kommt die Sonne mir gerade entgegen. Es ist jetzt nicht ganz mein Fall, aber
unter den Zuckerfreien ist es noch mit einer der guten Energy Drinks. Also würde ich sagen, ich gebe diesem Energy Drink so satte, ja, nicht so unfair sein, ne? Satte vier Sterne. Wo sind fünf und hier sind vier. Vier Sterne für den. Mann, das Zeug haut vielleicht rein! Geschmack, wenn ihr den schon kennt, also, oder wenn ihr mal in Spanien wart und den getrunken habt und den schon kennt, dann schreibt mir rein, wie ihr ihn findet. Würde mich sehr interessieren. Wenn ihr mir selber was schicken wollt, schreibt mich im Facebook an, ist kein Thema. Kriegt ihr meine Adresse. Eventuell. Und wenn nicht, steht unten drin die Packstation. Ja, und lasst ein kleines Abo da. Natürlich beim Bablo auch, ist klar. Ehrenhalber. Ein kleines Like. Guckt eure Videos hoch und runter. Dann würde ich sagen, bis demnächst und gute Fahrt, Jungs und Mädels.